It's not enough. Oh, break. Ah, wieder kein Overkill. Hm. Zu wenig Damage halt. Ja, ich hab die vierte nicht mit reingezogen, weil die soll die letzte Biene jetzt kaputt machen. Aber wie gesagt, mit dem Treffen und halt nicht treffen. Shisha haben halt, glaube ich, am Anfang viel Ausweichrate und viel zu viel Angriff. Naja, gerade die Bienen. Aber ich treffe sie trotzdem eigentlich ganz gut. Vor allem mit Magie halt. Magie? Ich mach die halt immer mit einem Impuls fertig einfach. Oh, Mist. Mir fehlt ein AP für... Nein! Nein! Der Trick-Kid muss es richten! Na, verdammt. Oh, da war jemand zu gierig. Anstatt die AP aufzubewahren, ist der Gegner jetzt wahrscheinlich in der nächsten Runde eher dran und tötet dich. Dafür hat mein Held so viel Agilität. Und da der immer noch verbündet, verknüpft ist mit den anderen drei, gibt's jetzt einen schönen fetten Overkill. Oder warte mal. Ziehen wir die hier auch noch mit rein? Yes, stop Moveface. End Moveface und ab in die Action Phase. Action, Baby, Action. Aber diesmal wird's bloß ein B. Jetzt Pech gehabt, dass die scheiß Biene nicht draufgegangen ist. Also sind wir jetzt alle fertig, nehme ich mal an. Ne, Moment, das war ja erstmal ein Mittelrot. Oh, ich. Ich bin fertig, ja. Ich hab genügend SP. Oh, die SP werden am nächsten, am Ende des Kampfes eh zurückgesetzt, ne? Oder? Ja. 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 Hau alles raus! Ja, ich hau alles raus. Demonstriere deine Macht, die du nicht besitzt. Dein Trick macht. So, mit dem ersten schon Break, jetzt kommt Magic Light Field. Hab ich noch gar nicht gesehen, die Attacke. Das ist eh immer ein Run-Hit, die SP-Attacken. Am Anfang zumindest. Schaut das fett aus. Das hat auch AOE-Damage. So. Dreierfeldkreuz, das glaube ich. Ja, jetzt kommt noch zu der Broken zum Abschluss. Kannst ja auch übertreiben mit dem Damage. Pulverisierst den ja bestimmt. Total 1321. Moment, da kommt noch Impuls in der Ehe. 1500 waren's. Aber nur Rang B. Shame on me! Durchgefallen. So, dann bin ich jetzt auch beim Event, ja. Dann starten wir mal das Event. Oh, this event consists of a series of battles. Ah, eine Serie von Kämpfen. Ich kann nicht zurück auf die Map kommen. Ja, das ist jetzt wie im Wald. Du kannst zwischendurch speichern, aber du solltest aufpassen, halt, da du dich nicht zwischendurch heilen kannst. Du kannst dich nur im Kampf heilen. Oh je, yeah, yeah. Oh. Deshalb solltest du jetzt immer einen anderen Speicherplatz benutzen. Ja. Ritmas. Armee hat's bis hierher geschafft. Bleib zurück, Kameraden. Welche Arroganz? Wie ein Mann. Du denkst, du kannst dich alleine vernichten? der idiotische Stamm deines Geschlechts wird dir den Untergang verleihen oder irgend sowas. Das zweite Wort kenne ich jetzt. Ich auch nicht. Was heißt das? Deine Menschlichkeit wahrscheinlich soll das heißen. Denke an deine eigene Sicherheit, bevor du an andere denkst. Den zweiten Satz, den kannte ich.
Ich werde auch kämpfen. Alles, nein, das ist Krieg! Krieg! Klingt nicht so wie ein geiler Leonhard. Doch. Ich weiß, deswegen muss ich kämpfen. Ich kann laufen und verstecken. Aber das bedeutet nicht, dass ich sicher bin. Borg, nein, Blanka ist hier. Und du auch, Leo. Nämlich hart, Leon, hart. Na dann, Bogomir. Schau, dass sie nicht verletzt wird. Das ist natürlich. Lasst uns den Kampf beenden. Auch wenn da nichts von Fight stand. Battle Standard. Da stand Let us finish this. Und da stand nichts von Battle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich möchte mit dieser Party fortfahren. Oh, neuer Sound. Oh, auf einmal schon voll die Ruinen. Ja, gerade hat doch alles gebrannt. Jetzt sind schon voll die Ruinen. War alles ausgebrannt. Ist der Svenne war auch schon dabei hier? Der hat noch gar nichts gesagt. Ne, der tut doch noch essen, oder? Ich bin dabei und esse, genau. Wahrscheinlich hat er schon gewonnen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie ich mich... Möchtest was du etwas über Willenskraft lernen? Was ist denn Willenskraft? Das sind die passiven Fähigkeiten. Die halt passiv, die sich aktivieren, wenn bestimmte Sachen im Kampf geschehen. Aha. Zum Beispiel, wenn dein Char mehr als 100 SP hat und so. Kannst du ja mal durchlesen. Okay. Okay. Oder wenn das HP runtergeht, okay. Kannst du im Statusmenü nachlesen, wer welche Willenskraft hat gerade. Okay. Später eine sehr gute Willenskraft wird Leonhard haben. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Eine sehr mächtige, finde ich. So, machen wir den und den. Ne, warte mal, mit was macht der nochmal? Dann kann man vielleicht noch einen zweiten angreifen. Jetzt nicht alle AP nutze. So, der erste ist schon mal tot. So, müsste der jetzt ja noch genügend Power haben, um nochmal anzugreifen, genau. Aber die beiden haben nicht mehr genügend Power, schade. Standby und die hat gerade nochmal AP gekriegt, das reicht aber nicht. Standby. Oh, geht nicht auf mein kleines Elfenmädchen, die hält doch nichts aus. Sie wollen sie haben. Ja, ich merk schon. Wie gesagt, wenn irgendwer schwach von dir ist, ja. Da das mehrere Kämpfe sind, solltest du, bevor du den letzten tötest, ihn noch voll heilen, weil du zwischendurch dich nicht heilen kannst. Ja, klar.
Was sind Special Arts denn jetzt? Das ist jetzt diese Attacks mit dem SP, wie das heulende Blade da. Wenn du das kombinierst mit einem anderen, der eine Special Attack macht, dann kann nochmal ein ultra mega göttlicher Skill rauskommen. Okay. Mit dem wirst du dann wirst wahrscheinlich alles One-Hitten sogar Bosse. Aber das ist halt sehr schwer, die zu machen, weil halt beide Chars ihre Special Attack machen müssen. Okay. Ich hab bis jetzt aber nur einen Char mit Special Attack. Jeder hat eine Special Attack, nur müssen die halt erst die SP sammeln. Gut, achso, okay. Jeder kriegt die SP anders schnell. Da kommt der nächste Aufnahme-Crasher. Wir hätten echt einen neuen Kaffee machen sollen. Der nächste, der sich gemutet hat, glaube ich, habe ich gerade gehört. Was? Willkommen in der Aufnahme zu Agarest. Hi! Das ist ein Let's Play, Flo. Wir hätten die Konfi umbenennen müssen. Let's Play Agarest. Bitte anklopfen. Ohne Mist. Bin gleich wieder da. Das ist toll! So, ich hab den Kampf geschafft. Jetzt müssen wir auf Gary warten. Ja. Hä? Seid ihr jetzt weg? Anruf wird gehalten. Wieso wird Anruf gehalten? Oh. Hä, was ist denn jetzt los? Hä, was ist denn jetzt los? Yeah! Irgendwer hat die Konfi gehalten. Ja, ich hab's gemerkt. Fand ich gerade etwas verwirrend, ehrlich gesagt. Aber einmal wart ihr weg. Ah, da hat er auch gar nicht mehr. Aber Mann, er hat genügend SP, dann müsste ich doch mit dem. Oh nein, ich brauche ja. Oh, dafür brauche ich ja SP Scheiß, und was AP. Du machst, Gary. Okay, wahrscheinlich hast du. Du machst das ja auch komplett klein, also. Ja. Ich komme nicht mal zu meinen Special Attacks, weil ich so schnell bin. Ne, ich habe halt jetzt mein Elfenmädchen erstmal zwischen meinen Charakteren gepackt. Da habe ich jetzt zwar nicht so viele Links, aber dafür kann ich sie halt dann jetzt gleich in Ruhe heilen. Ja, das war mir halt erstmal lieber. Aber echt, für die nächsten Folgen musst du irgendwie einen Stream aufmachen, wo ich dir zugucken kann. Damit ich dir auch Tipps geben kann. Ich kann dir richtig zugucken und ich gebe dir Tipps dann. Ja, dann müssen wir das nächste Mal in der Skype-Konferenz machen, dass ihr meinen Bildschirm seht. Geht ja auch. Oder ich muss mich halt mal mit Twitch beschäftigen. Das Skype ist eigentlich auch was. Oder du verschaffst mir natürlich jetzt noch 52 Abonnenten. Oder ich gebe dir meinen Twitch-Account. Oder das, ja. Ja, ich mache mir jetzt mal schnell 50 Accounts auf YouTube und so schwer ist es ja nicht. Ja, die gehen hier voll auf meine Marke, was soll denn das? Weil ich noch nie jemanden auf YouTube streamen sehen lassen habe. Also ich hab's halt auch nur so gerüchtemäßig gehört, dass das jetzt wohl gehen würde, dass du eben, wenn du 100 Abonnenten hast, dass dann dieses Feature freigeschalten wird, dass du streamen kannst. Was ich persönlich ziemlich geil finde, ja, aber... Selbst dann wahrscheinlich hast du nicht die besten Tools zum besten Streamen. Ne, du brauchst wohl gar kein Tool dafür. Ja, aber trotzdem, ich meine, andere Leute wollen 800 Euro, damit du richtig HD streamen kannst. Ich denke mal nicht, dass YouTube das dann kostenlos komplett macht. Naja gut, du musst halt die Abonnenten erstmal haben, weil Abonnenten bringen dir... Das kann man ganz leicht durch... Quatsch. Wenn man halt ein paar Freunde hat, wo jeder sich die Arbeit teilt, kriegt man auch schnell Abonnenten. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, ob du dann mindestens Zuschauerzahl auch brauchst und sowas, oder... Keine Ahnung, wie gesagt, ich hab halt leider das Feature noch nicht. Ich hätte es zwar verdammt gerne, aber ich hab's noch nicht. Da muss ich noch etwas arbeiten.